schon sehen könnt, habe ich hier die neue Camu Slingbag, welche ich euch kurz vorstellen möchte. Gesichert wird die Slingbag hier mit einem Gurt und hier mit dem Clip verschlossen. Das Gute an der Slingbag ist, sie geht über die Schulter, sie sitzt bequem, ihr habt Platz, die Tasche stört nicht beim Angeln, beim Werfen, beim Drillen, und wenn ihr aus eurer Tacklebox was braucht, müsst ihr die Tasche einfach nach vorne drehen. Ihr könnt alles rausnehmen aus dem Fächer und nach dem Gebrauch wieder zurückschieben und ihr habt wieder Platz zum Angeln. Zur Tasche selbst, wie ihr schon sehen könnt, eine große Fronttasche von der Tacklebox, sowie für alle Utensilien, die ihr braucht, sowie oben ein großes Hauptfach, in die ihr entweder zwei große Tackleboxen oder verschiedene Vorfachmappen, Köder und so weiter platzieren könnt. Auf der rechten Seite verfügt die Tasche Platz für eine Zange, speziell eine Zangentasche, sowie nochmal ein einzelnes großes Fach. Auf der anderen Seite eine Getränketasche, welche auch wieder mit Clip verschlossen werden kann, wie ihr hier sehen könnt, sowie über ein elastisches Gummiband, welches ziemlich praktisch ist und ideal, um auch die Rute zu platzieren. Wenn ihr jetzt weiterlaufen wollt und wollt nicht die ganze Zeit die Rute in der Hand haben, könnt ihr hier die Rute platzieren, hier die Rute reinstecken, sowie mit diesem Clip an der Schulter dann befestigen, und ihr habt die Rute hier quer rüber, ihr habt die Hände frei, könnt Fahrrad fahren, könnt laufen und so weiter beim Angeln. Am Ende vom Film seht ihr dann noch einen Film, wie das aussieht mit einer platzierten Rute. Zusätzlich im Gurtbereich noch eine Tasche, sowie mehrere Clips an der Tasche verbaut, hier, sowie an der Vorderseite. Hier könnt ihr dann euren Kescher beispielsweise am Clip befestigen, mit dem Magnetclip oder mit dem Gummizug. Ideale Tasche, sieht stylisch aus, passt alles rein, was man für einen Angeltrip braucht, gerade beim Streetfishing, wenn man die Hände frei haben will oder Strecke machen will, ist so eine Slingback-Tasche ideal geeignet. Im Anschluss seht ihr noch ein paar Bilder und Funktionsfähigkeit der Tasche. Ich hoffe, ich konnte es euch kurz vorstellen. Viel Spaß beim Angeln und immer dicke Fische.